Hallo ihr Lieben, heute backen wir richtig leckeres Käse-Knoblauchbrot und zeige euch die Zutaten dazu. Wir brauchen 100 ml lauwarme Milch, so ungefähr 200 Gramm Mehl, ein Päckchen Trockenhefe, ein Teelöffel Salz, ein Ei, ein Esslöffel weiche Butter und ein Esslöffel Zucker. Ich gebe erstmal Milch, Hefe und Zucker in eine Rührschüssel hinein, lasse es 10 Minuten gehen. Nach 10 Minuten habe ich die restlichen Zutaten hineingegeben und den Teig vorbereitet. Das Mehl habe ich dann ganz zum Schluss hineingegeben. Ich habe das einfach darüber gesiebt. Das wird ein flüssiger Teig, also nicht so ein fester Teig, deswegen habe ich das mit einem Schneebesen verrührt. Also ihr könnt das gar nicht mit den Händen kneten, das wird wirklich ein sehr, sehr weicher Teig. Und so soll es auch sein, auf gar keinen Fall mehr Mehl hineingeben. Salz natürlich nicht vergessen mit hineinzugeben. Ich habe das dann mit einem Spachtel zu Ende geknetet. Und dann wird der Teig abgedeckt und ungefähr eine Stunde gehen lassen. Nach einer Stunde könnt ihr den Teig dann besser kneten. Der klebt zwar immer noch an den Händen, aber nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Jetzt lasse ich den Teig gehen und bereite die Zutaten für den Knoblauch vor. Ich habe einen Esslöffel weiche Butter, gebe ein bisschen Salz hinein, habe 2 Zehen Knoblauch, einfach klein geschnitten, also nicht gerieben, klein geschnitten. Dann habe ich frische Petersilie und Schnittlauch klein geschnitten, vermische das Ganze miteinander. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn das würzig ist, deswegen habe ich noch ein bisschen Chili-Pulver hineingegeben. Ihr könnt natürlich auch getrockneten Thymian hineingeben oder eure Lieblingsgewürze. Damit das ein bisschen streichfähiger wird, habe ich noch ein bisschen Öl hineingegeben. Am besten ist das natürlich, wenn ihr Olivenöl nehmt. Dann brauchen wir Käse, so ungefähr 200 Gramm. Den habe ich schon mal in kleine Würfel geschnitten und in der Zwischenzeit ist auch der Teig sehr schön gegangen. Der klebt zwar immer noch an den Händen, aber ihr könnt sehen, wie schön der Teig geworden ist. Jetzt werde ich den Teig auf der Arbeitsplatte nochmal kurz kneten, habe meine Arbeitsplatte reichlich mit Mehl bestreut, da das ja immer noch ein klebriger Teig ist, habe ich auch noch meine Hände mit Öl bestrichen und habe den Teig ein bisschen auseinandergezogen, also nicht sehr groß, ne? Darüber wird die Butter-Knoblauchmischung bestrichen. Damit das auch besser zum Streichen ist, hatte ich hier ein bisschen Öl hineingegeben. Ihr könnt einfach gucken, bei Bedarf könnt ihr noch ein bisschen Öl hineingeben. Jetzt klappe ich das einmal zu, drücke das leicht an und gebe darüber den Käse, den ich in kleine Würfel geschnitten habe. Und dann könnt ihr den Teig einrollen mit der Füllung. Das geht auch wirklich jetzt super einfach, dadurch, dass ich meine Hände mit Öl bestrichen habe. Den schneide ich jetzt in kleine Stücke und gebe das in eine Backform hinein. Ich habe das jetzt in eine runde Backform hineingegeben. Ihr könnt natürlich auch eine andere Backform nehmen. Dann lasse ich das in der Form nochmal so 15 Minuten gehen, habe dann noch ein bisschen Käse darüber bestreut und ein bisschen von der Butter-Knoblauch-Mischung bestrichen und im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad gebacken. Mein Brot ist raus aus dem Ofen, damit das auch schön glänzt, habe ich das Brot nochmal mit Buttermischung bestrichen und nehme das jetzt aus der Form raus und möchte euch einmal zeigen, wie lecker das geworden ist und dass ihr das auch voneinander leicht trennen könnt. Das ist ein Rezept, welches ich euch mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen kann. Probiert das unbedingt aus, kann ich nur sagen. Das war's dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss.